Aufnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Sam, viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst, gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Und so bekommst du mehr Belohnungen. Transportbereiten Bot-Prototypen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake Nord City bringen. Wenn sich diese autonomen Lieferbots als zuverlässig erweisen, könnten sie unser Liefernetzwerk revolutionieren. Davon hängt eine Menge ab. Sei vorsichtig da draußen. Thank you.
Um eine neue Straße zu bauen, musst du zuerst zum Straßenbaugerät. Sam, automatisches Straßenbaugerät in der Nähe. Wirf es an, dann hast du schon bald eine Straße. Diese Straße sieht herrlich aus. Das ist erst der Anfang. Der Bau eines kontinentalen Verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere Zukunft. Setze darum unbedingt jedes Straßenbaugerät ein, das du findest, um unsere Haupt- und Nebenstraßen wieder aufzubauen. Wie viel leichter wäre deine Arbeit, wenn du von Küste zu Küste fahren könntest? Thank you.
Pause. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges.
Technologie wird im Anzug der Dekontamin abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest auch bei den Bond-Tests helfen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich habe nichts zu beanstanden. Diese Bots funktionieren außerhalb des Netzwerkversorgungsbereiches nicht. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Und wir sind drin. Ich beginne die Tests vorzubereiten. Und du wartest auf Nachricht vom Haku. Vielen Dank, Sam. Jetzt kann die letzte Testphase der Bots beginnen. Ich habe sie selbst entworfen. Ich hoffe, dass sie die Last etwas mindern können. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leeresturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Maschinen verursachen keine Leerestürze. Sie sterben nicht. Sie haben keine Strände. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nie wirklich übertreffen. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge. Diese... Nur einfache Allerweltsaufträge. Sieh dir an, was zur Auswahl steht. Auf schlechten Straßen nimmt von Bots transportierte Fracht leicht Schaden. Nutzt dein Bot aber eine gut erhaltene Straße, stellt er die Fracht wahrscheinlich in besserem Zustand zu. Und schneller unterwegs ist er dann auch. Bedenke das, wenn du sie losschickst. Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht. Momentan gibt es nur einen, aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Dann kannst du sie selbst losschicken. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Sorry, das Baby jammert wieder. Danke, Sam. Wir sprechen uns später. Gute Arbeit, Sam.
Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von den Bewohnern der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Geh zum privaten Raum. Los!